Hier nochmal Franziska Luschatz. Ich hatte ja eben von dem kleinen Hörselberg gesprochen und über Herausforderungen und über Dinge, wenn es uns schlecht geht, dass immer wieder eine Zeit kommt, wo es uns auch besser geht. Ich lache jetzt wieder, weil eben hatte ich überhaupt keinen Grund zu lachen. Im Gegenteil, das sind meine alten Programme, wie die Verhaltenstherapeuten sagen würden, Konditionierungen, Lernerfahrungen wieder hochgekommen. Und zwar im schlimmsten Schneesturm. Meine Hose war völlig durchnässt. Ich habe gefroren, ich hatte blaue Lippen und ich habe angefangen, wieder negativ zu denken. Und da kam mir so ein Gedanke hoch, 6. Tag Urlaub, hast 10 Tage und jetzt wirst du krank. Und dann habe ich mir gedacht, stopp, was machst du gerade? Ich bewege mich in alten Mustern. Die Systemiker würden von Ich-Anteilen sprechen, die Tiefenpsychologen von Ego-States, Traumatherapie, die Verhaltenstherapeuten von Konditionierungen, Programmen, die Schamanen von Dämonen. Und das genau kommt. In solchen Momenten, wo es heftig ist, kommt es hoch im Stress. Nicht, wenn wir uns gut fühlen. Im Stress kommt es hoch. Und das habe ich erkannt. Und dann habe ich mir gedacht, und das ist eine Herausforderung. Wie der Neurobiologe Gerald Hüther erforscht hat, nicht nur er, viele andere mittlerweile auch, dass wir nur wachsen, auch Kinder vor allem, wenn wir durch Herausforderungen hindurchgehen und auf der anderen Seite besser rauskommen, als wir reingekommen sind. Und daran wachsen wir. Das ist das, wo wir wirklich wachsen. Und das habe ich mir in der Herausforderung gedacht. Und ich muss gestehen, vor ein paar Jahren, vielleicht noch vor einem halben Jahr, hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Und ich wäre vielleicht krank geworden. Aber ich habe mich praktisch am eigenen, was sage ich immer zu meinen Klienten, am eigenen Schopf hochgezogen aus dem Sumpf, wie der Münchhausen. Das ist auch eine kinästhetische Metapher. Und jetzt geht es mir gut und ich habe mir gute Gedanken gemacht und das könnt ihr auch. Das könnt ihr auch. Und ich weiß, es ist schwer vorstellbar, dass eben ein Schneesturm war. Und es hat geregnet. Und es war richtig kalt. Ja, jetzt scheint wieder die Sonne, aber es war so. Und in dem Moment zu sagen, ich komme da wieder raus und wenn ich das schaffe, dann geht es mir besser und ich weiß, dass ich was geschafft habe. Also ich möchte euch bitten, wer will, wer das als Modell nehmen möchte, als Lernmodell, als Vorbild. Ich war nicht immer so. Meine Klienten sagen, Frau Luschatz, Sie hatten auch Probleme. Da sage ich, natürlich hatte ich Probleme. Ich bin durch dieses ganze Zeug gewartet, wie jeder andere auch. Mein Mann sagt immer, der Uwe, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Bei dem einen ist es schwerer, bei dem anderen leichter, aber das Päckchen ist da. Das ist meine Erfahrung. Und wenn ich das schaffe, könnt ihr das auch. Und ich habe nicht so angefangen, ich war nicht immer so. Ich bin durch ein Tal und bin am anderen Ende hochgekommen. Und das Tal wird immer, es wird leichter, es wird nicht mehr so tief und es dauert nicht mehr so lang und es ist vielleicht nicht mehr ganz so dunkel. Und deshalb würde ich euch wünschen, dass ihr noch ein paar Herausforderungen erlebt, das ist das Leben. Aber denkt immer dran, alles geht vorbei. Und eins ist mir noch eingefallen, der Schmerzkörper. Ja? Eckhart Tolle spricht auch vom Schmerzkörper. Die Verhaltenstherapeuten sprechen von Konditionierung, von Lernerfahrung. Wie gesagt, die Traumatherapie neuerdings von den Ego-States, von diesen abgespaltenen Ich-Anteilen. Und Eckhart Tolle spricht vom Schmerzkörper. Und der ist die ganze Zeit da. Aber der kommt erst raus in Krisen. In kritischen Momenten, wenn es schneit, wenn es eklig ist, das Wetter, wenn ich viel zu dünn angezogen bin, wenn ich friere und wenn dann die Gedanken kommen und du wirst krank. Also, ich wünsche euch was und denkt dran, wenn ihr in der nächsten Herausforderung seid, in der nächsten Krise seid, vielleicht denkt da dran, da komme ich wieder raus. Es geht, auch das geht vorbei. Auch das geht vorbei. Es geht darum, wie ihr damit umgeht. Ich wünsche euch die Kraft und den Mut, da durchzugehen. Und ihr schafft das. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.